Herzlich willkommen bei meinem Yoga. Schön bist du dabei und schenkst dir, deinem Geist und deinem Körper eine Auszeit vom Alltag. In dieser Lektion geht es vor allem um die Reihen oder Twist. Wir beginnen im Schneidersitz. Die Füße und die Beine liegen schön hintereinander und nicht aufeinander, damit Bänder und Zähne nicht überdehnt werden. Die Hände kannst du sanft auf deine Knie legen. Schließ deine Augen. Komm zur Ruhe und komm an in dem Moment. Atme tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Der Fokus bei dieser Lektion wird auf die Reihen gesetzt, die uns dabei helfen können, die Verdauung zu fördern und den Stoffwechsel anzukurbeln. Wir entschlacken und reinigen unseren Körper von innen, um frisch, munter und fit für neue Aufgaben zu sein. Meine Yoga-Lektionen sind für alle geeignet. Ich werde dich so genau wie möglich anleiten, damit du den grösstmöglichen Vorteil von dieser Lektion hast. Und wenn du regelmässig meine Yoga-Lektionen besuchst, musst du mit der Zeit nur noch genau zulassen und du weißt genau, wie die richtige Ausführung ist. Und das ohne in den Bildschirm zu schauen. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, teilst oder likest und auch kommentieren würdest. Ich bin Trix von Yogix und wir praktizieren heute zusammen Yoga. Öffne deine Augen und mit der nächsten Einatmung ziehe die Scheitel hoch zur Decke und gib Länge in deine Wirbelsäule. Atme aus und lass deine Schulterblätter nach unten sinken und ein bisschen zueinander. Du spürst jetzt auch, wie sich deine Arme entspannen und deine Hände sind ganz sanft auf deinen Knien. Fühl, wie sich die Vorderseite von deinem Körper öffnet und weitet. So hast du jetzt auch mehr Raum für deine Atmung. Und mit der nächsten Einatmung öffne deine Arme seitlich auf und mit der Ausatmung streck die Hände hoch zum Himmel. Verschränke jetzt deine Finger ineinander und drück deine Handrücken hoch. Streck dich ganz lang. Die Schultern bleiben schön tief. Atme tief und fließend weiter. Einatme nochmal schön strecken und ausatme in die Seitenbeuge nach rechts. Einatme zurück zur Mitte und ausatme in die Seitenbeuge nach links. Einatme zurück zur Mitte. Und bei der nächsten Einatmung nochmal Hände hochdrücken und löse jetzt deine Hände und bei der Ausatmung lass du sie sanft über die Seite auf den Boden absinken. Jetzt bring deine Hände nochmal auf die Knie und wir mobilisieren deine Lendenwirbelsäule. Bei der nächsten Ausatmung saug deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule ein und wird rund im Rücken und zieh es Knie Richtung Brustbein. Atme ein und komm mit dem Oberkörper wieder nach vorne und beweg dich zur Seite und wir machen jetzt einen Kreis. Du beginnst auszuatmen, sobald du mit dem runden Rücken nach hinten herumkommst. Und mit der nächsten Einatmung beginnst du wieder, wenn du auf der Seite bist und vorne durch auf die andere Seite dich bewegst. So beweg dich im Kreis. Hinten durch ausatmen, vorne durch einatmen. Und wechsle dann die Richtung. Spür die angenehme Dehnung im unteren und mittleren Rücken. Hinten rum ausatmen, vorne durch einatmen. Komm jetzt langsam in die Mitte und atme ein. Nimm deine rechte Hand und bring sie aufs linke Knie und nimm deine linke Hand in einem grossen Kreis nach hinten. Stell die linke Hand zur Spinnung auf der Fingerspitze hinter deinem linken Gesäß auf mit leicht gebeugten Ellbogen. Gleichmässig weiteratmen. Erde deine Sitzbeinhöcker, richte deine Wirbelsäule schön auf. Schambein sanft nach vorne hochrollen und Bauchnabel zur Wirbelsäule.
Und bei der nächsten Einatmung bringst du mehr Länge in deinen Rücken und mit der Ausatmung drehst du dich ein bisschen mehr zurück. Der Blick geht zur Seite. Bei der Einatmung bringst du wieder Länge in deine Wirbelsäule und mit der Ausatmung dreh dich noch ein bisschen mehr zurück. Einatmen Länge in den Rücken, ausatmen zurückdrehen. Atme weiter. Und mit der nächsten Einatmung Hände lösen und komm wieder nach vorne in die Mitte. Mach mit deinen Schultern so schön grosse Kreisbewegungen. Und dann schweben wir auf die andere Seite. Nimm deine linke Hand aufs rechte Knie und bring die rechte Hand in einen grossen Kreis nach hinten. Stell die rechte Handspinnung auf die Fingerspitze hinter deinem rechten Gesäß auf und die Ellbogen sind leicht gebeugt. Erde deine Sitzbeinhöcker. Richte deine Wirbelsäule schön auf. Schambein sanft nach vorne hochrollen, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Bei der nächsten Einatmung bringst du Länge in deinen Rücken und bei der Ausatmung drehst du dich mehr zurück. Der Blick geht mehr zurück. Einatmen bring wieder Länge in die Wirbelsäule und ausatmen dreh dich noch ein bisschen mehr zurück. Einatmen Länge in den Rücken, ausatmen zurückdrehen. Weiter atmen. Und mit der nächsten Einatmung kommst du wieder nach vorne in die Mitte. Und mach auch hier mit deinen Schultern nochmal schön grosse Kreisbewegungen. Komm jetzt schön langsam in die Vierfüßler. Die Knie sind unterhalb der Hüfte ausgerichtet und ein bisschen offen. Die Handgelenke sind unterhalb der Schultern. Die Finger sind gespreizt und der Mittelfinger zeigt auf 12 Uhr. Die Ellbogeninnenseite schaut zueinander, damit deine Schultern schön offen bleiben. Spann jetzt deine Mitte fest an, roll Schambein sanft nach vorne hoch und zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Drück deine Fussreste ein bisschen in den Boden. Und mit der nächsten Einatmung bring dein rechte Bein nach hinten hoch parallel zum Boden. Fussflex, sicher zum Schienbein. Stoss die Ferse kraftvoll zurück. Und mit der nächsten Ausatmung bring dein Bein nach vorne zur Stirne. Der Rücken wird schön rund. Einatmen wieder nach hinten ziehen. Mit der Ausatmung Knie wieder zur Stirne. Einatmen breit zurück. Und ausatmen, bring dein Knie zum linken Ellbogen. Einatmen nach hinten. Ausatmen nochmal zum linken Ellbogen. Einatmen Bein nach hinten. Ausatmen, bring das Bein zum rechten Ellbogen. Einatmen nach hinten. Ausatmen, bring das Knie nochmal zum rechten Ellbogen. Einatmen, Bein zurück. Stoss die Ferse nochmal kraftvoll zurück. Und mit der nächsten Ausatmung bring das Bein gestreckt nach rechts hoch. Sicher bleibe flex und halt es für einen Moment. Atme fließend weiter. Stell jetzt den ganzen Fuß gut auf der Seite auf den Boden ab. Erde rechts Fuß schön auf dem Boden. Das Bein ist gestreckt und ziehe die Kniescheibe hoch Richtung Oberschenkel. Und mit der nächsten Einatmung ziehe den rechten Arm seitlich hoch zur Decke. Und ausatmen, beuge ein bisschen den linken Arm und komm mit dem rechten Arm unter dem linken durch, so weit wie möglich. Aber leg den Arm nicht ab. Und mit der nächsten Einatmung mit dem Arm wieder hochkommen. Ausatmen, linken Ellbogen ein bisschen beugen und den rechten Arm unten durchziehen. Mach das jetzt noch einmal für dich. Und wenn du unten bist, ziehe deinen Arm so weit wie möglich und leg ihn mit der Handfläche auf den Boden ab. Und wenn es geht, leg die Schläfe auch auf den Boden ab. Erd nochmal deinen rechten Fuß und ziehe die Kniescheibe hoch.
Spüre die angenehme Dehnung in deinen Schultern. Atme fließend weiter. Und mit der nächsten Einatmung kommst du langsam zurück zur Mitte in Vierfüßler. Rechte Hand auf die Matte bringen, rechts Knie auf die Matte absetzen. Und stoß dich zurück in die Kindsposition, wenn es geht, mit Stirn ablecken. Die Arme kannst du neben Körper nehmen mit Handfläche nach oben. Schenk dir einen Moment von der Ruhe und Entspannung. Komm langsam wieder hoch in die Vierfüßler und richte dich nochmal schön aus. Handgelenk unter den Schultern, Finger gespreizt. Ellbogen Innenseite schauen zueinander. Knie unter den Hüftgelenk ausbreitet und spann deine Mitte wieder fest an mit Schambein sanft vorne hochrollen und Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Drück deine Fußreste nochmal ein bisschen in den Boden. Und mit der nächsten Einatmung bring dein linke Bein nach hinten hoch parallel zum Boden, Fußflex, sicher zum Schienbein ziehen. Stoss die Ferse kraftvoll zurück. Und mit der nächsten Ausatmung bring dein Knie nach vorne zur Stirn, der Rücken wird schön rund. Einatmen, wieder nach hinten ziehen. Mit der Ausatmung Knie wieder zur Stirn. Einatmen, Bein zurück. Ausatmen, bring dein Knie zum rechten Ellbogen. Einatmen, nach hinten. Ausatmen, nochmal zum rechten Ellbogen. Einatmen, Bein nach hinten. Ausatmen, bring dein Knie zum linken Ellbogen. Einatmen, nach hinten. Ausatmen, bring das Knie nochmal zum linken Ellbogen. Einatmen, Bein zurück. Stoss die Ferse nochmal kraftvoll zurück. Und mit der nächsten Ausatmung bring das Bein gestreckt nach links hoch. Sicher bleiben flex und halt das so für einen Moment. Atme fließend weiter. Stell jetzt den ganzen Fuß gut auf der Seite auf dem Boden ab. Erde recht Fuß schön auf dem Boden. Das Bein ist gestreckt und ziehe die Kniescheibe hoch Richtung Oberschenkel. Mit der nächsten Einatmung ziehe den linken Arm über die Seite hoch zur Decke. Und ausatmen, beuge ein bisschen den rechten Arm und komm mit dem linken unter dem rechten durch, so weit wie möglich. Aber leg den Arm nicht ab. Und mit der nächsten Einatmung bring den Arm wieder hoch. Ausatmen, rechten Ellbogen ein bisschen beugen und den linken Arm unten durchziehen. Mach das jetzt noch einmal für dich. Und wenn du unten bist, ziehe deinen Arm so weit wie möglich und lege ihn mit der Handfläche auf den Boden ab und wenn es geht, schläfe auch auf den Boden ablegen. Erde deinen linken Fuß und ziehe die Kniescheibe hoch. Spüre jetzt eine angenehme Dehnung in deinen Schultern. Atme fließend weiter. Und mit der nächsten Einatmung kommst du langsam zurück zur Mitte in Vierfüßler. Linke Hand auf die Matte bringen, links Knie auf die Matte absetzen. Und schieb dich zurück in die Child Pose, wenn es geht, mit Stirn ablegen. Die Arme kannst du neben den Körper nehmen mit Handfläche zum Himmel. Schenk dir einen Moment von der Ruhe und Entspannung. Nimm jetzt deine Arme nach vorne und komm so in dein höhere Brett. Handgelenke sind wieder unterhalb der Schultern, Finger gespreizt. Ellbogen Innenseite schauen zueinander. Spann deine Mitte schön an. Und mit der nächsten Ausatmung stoss dich zurück auf die schwebende Knie und mit der Einatmung wieder nach vorne ins höhere Brett. Ausatmen, stoss dich zurück auf die schwebende Knie und bei der Einatmung mit dem Gesäß hoch in herabschauende Hund mit gebeugten Knie, damit du im Becken beweglicher bleibst.
Schieb deine beiden Kronleuchter maximal hoch für mehr Länge im Rücken. Der Kopf bleibt schön in der Verlängerung der Wirbelsäule, also nicht hängen lassen. Und fang mit den Füßen an, laufen an Ort Walking Dog. Lass den Atem weiter fließen. Komm mit den Füßen zum Stillstand. Und bei der nächsten Einatmung bring das rechte Bein hoch in dreibeinig Hund. Und mit der Ausatmung bring das Bein nach vorne zwischen die Hände Sprinter. Du kannst dem Bein auch gerne mit den Händen nachhelfen. Beim rechten Bein ist jetzt das Knie oberhalb vom Fußgelenk. Achte gut darauf, dass du hier mit dem Knie nicht zu weit vorne bist. Der Blick geht schräg vorne auf den Boden. Das linke Bein ist vollständig durchgestreckt und die Kniescheibe ziehst du nach oben. Und wenn du dich so nicht halten kannst, kannst du beim linken Bein mit aufs Knie kommen. Stoss die linke Ferse maximal zurück für mehr Länge im gesamten Körper. Spann deine Mitte wieder schön an mit Schambein sanft vorne hochrollen und Bauchnabel zur Wirbelsäule, damit du nicht durchhängst. Und platziere jetzt die linke Hand mit den Fingerspitzen oder Faust auf dem Boden. Den rechten Fuß drehst du ein bisschen nach aussen und öffnest als Knie ein bisschen nach rechts. Und so sink jetzt ein bisschen tiefer in der Hüfte, halte dabei aber die Bauchspannung. Und mit der nächsten Einatmung bring den rechten Arm über die Seite hoch zum Himmel, der Blick geht schräg auf den Boden. Die Finger sind gespreizt und durchgestreckt. Atme ruhig weiter. Stoss dich weiterhin kraftvoll mit der Hand vom Boden ab und die Oberhand zieht zum Himmel. Gespür den Twist in deiner Wirbelsäule. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du zurück in Sprinter. Leg beide Hände wieder auf den Boden. Und mit der nächsten Einatmung nimm das Bein zurück und komm in herabschauende Hund. Atme schön weiter. Und bei der nächsten Einatmung bring das linke Bein hoch in dreibeinig Hund. Und mit der Ausatmung bring das Bein nach vorne zwischen die Hände Sprinter. Du kannst dem Bein gerne mit den Händen nachhelfen. Beim linken Bein ist jetzt das Knie oberhalb vom Fußgelenk. Und der Blick geht schräg nach vorne auf den Boden. Achte auch hier drauf, dass du mit dem Knie nicht zu weit vorne bist. Das rechte Bein ist vollständig durchgestreckt und die Kniescheibe ziehst du nach oben. Wenn du dich so nicht halten kannst, kannst du mit dem rechten Bein aufs Knie kommen. Stoss den rechten Fersen maximal zurück für mehr Länge im gesamten Körper. Spann deine Mitte wieder schön an mit Schambein sanft vorne hochrollen und den Bauchnabel zur Wirbelsäule, damit du nicht durchhängst. Und platziere jetzt die rechte Hand mit der Fingerspitze oder Faust auf dem Boden. Den linken Fuß drehst du ein bisschen nach aussen auf und öffnest als Knie ein bisschen nach links. Und so sink jetzt ein bisschen tiefer in den Hüften. Halte dabei aber die Bauchspannung. Und mit der nächsten Einatmung bring den linken Arm über die Seite hoch zum Himmel und der Blick ist schräg auf den Boden. Die Finger sind gespreizt und gestreckt. Atme ruhig weiter. Stoss dich weiterhin kraftvoll mit der Hand vom Boden ab und die Oberhand zieht zum Himmel. Gespür auch hier den Twist in deiner Wirbelsäule. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du mit dem Oberarm tief und zurück in Sprinter. Leg beide Hände wieder auf den Boden. Und mit der nächsten Einatmung nimm das Bein zurück und komm in herabschauende Hund. Atme schön weiter. Fang mit den Füßen an, laufen an Ort Walking Dog. Komm mit den Füßen zum Stillstand. Und mit der nächsten Einatmung lauf langsam nach vorne zwischen die Hände. Und bei der Ausatmung kommst du in eine tiefe Vorbeuge. Die Knie sind leicht gebeugt, damit du wieder beweglicher im Becken bist. Die Füße sind parallel und Hüftgelenksbreit geöffnet.
Drück die Füße gut in die Matte und lass alles los. Lass deinen Kopf zwischen deinen Armen hängen, damit der Nacken schön gelöst ist und der Atem schön fliessen kann. Und greif mal deine Ellbogen und schaukel so leicht hin und her. Lass deine Ellbogen wieder los und gib Spannung in deinen Bauch und mit der nächsten Einatmung komme ich gerade rücken. Auch da sind die Finger wieder gespreizt und die Handfläche schauen zueinander. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du wieder in die tiefe Vorbeuge. Beug jetzt deine Knie ein bisschen mehr und komm mit der Einatmung hoch in den Stuhl und ziehe deine Arme hoch zum Himmel mit Handfläche zueinander. Spann deine Mitte wieder fest an und ziehe den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Nimm mit der nächsten Ausatmung die Hand vors Herz, Anjali Mudra. Atme fließend weiter. Und mit der nächsten Einatmung bringst du den linken Ellbogen zum rechten Aussenoberschenkel oberhalb vom Knie und platziere ihn hier. Drück deine Hände fest zueinander und der Daumen ist sanft aufs Brustbein gelegt. Das Gesäß schön tief halten. Bring Länge in den Rücken und nimm auch den Twist in deinem Rücken wahr. Regelmässig weiteratmen. Und mit der nächsten Einatmung löse auf und komm nach vorne und mit der Ausatmung komme ich in die tiefe Vorbeuge. Einatme gerade Rücken, ausatme tiefe Vorbeuge. Und mit der nächsten Einatmung komm wieder hoch in den Stuhl und die Arme kommen mit hoch zum Himmel. Mitte wieder anspannen, das Schambein sanft vorne hochbringen und den Bauchnabel einsaugen. Und mit der nächsten Ausatmung nimm Hand vors Herz. Atme fließend weiter. Und mit der nächsten Einatmung bringst du den rechten Ellbogen zum linken Aussenoberschenkel oberhalb vom Knie und platziere deinen Ellbogen hier. Drück deine Hände fest zueinander und der Daumen liegt auf dem Brustbein. Das Gesäß schön tief halten. Bring Länge in den Rücken und nimm auch hier den Twist in deinem Rücken wahr. Schön weiteratmen. Und mit der nächsten Einatmung löse auf und komm nach vorne und mit der Ausatmung komm in eine tiefe Vorbeuge. Einatme gerade Rücken, ausatme tiefe Vorbeuge. Einatme komm mit geradem Rücken, Arm über Seite hoch in den Berg und ausatme Hand vors Herz, Anjali Mudra. Atme fließend weiter und tank nochmal neue Kraft und Energie. Mit der nächsten Einatmung Arm über Seite hoch in den Berg, ausatme geradem Rücken und Arm über Seite in eine tiefe Vorbeuge. Atme tief ein, spann den Bauch wieder an und komm mit geradem Rücken wieder in den Stuhl mit dem Arm hoch zum Himmel. Ausatme, bring Hand vors Herz. Und bei der nächsten Ausatmung bring den linken Ellbogen zum rechten Aussenoberschenkel oberhalb vom Knie und platziere deinen Ellbogen hier. Gesäß nach hinten ziehen. Spür die Stabilität in der Position. Bring jetzt die linke Hand auf den Boden, entweder auf die Faust oder auf die Fingerspitze. Und mit der nächsten Einatmung nimmst du den rechten Arm hoch zur Decke und die Finger sind gestreckt und gespreizt. Atme fließend weiter und halt so für einen Moment. Der Blick geht zur Seite. Bring jetzt deine rechte Hand auf deine Hüfte. Bring das Gewicht auf den rechten Fuß. Und steig mit dem linken Bein weit zurück. Das linke Bein ist maximal gestreckt und ziehe die Kniescheibe hoch zum Oberschenkel. Schau, dass das vordere Knie schön über dem Fußgelenk ist. Spann deine Mitte maximal an, damit du nicht durchhängst. Und bring mit der Einatmung deinen rechten Arm nochmal hoch zum Himmel mit gestreckten, gespreizten Fingern.
Atme schön weiter. Mit der nächsten Ausatmung senk den Arm ab auf die Hüfte und komm mit dem linken Bein wieder nach vorne und bring die Hand vors Herz. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du wieder in eine tiefe Vorbeuge. Einatmen gerade Rücken, ausatmen tiefe Vorbeuge. Einatmen gerade im Rücken, Arm über Seite hoch in Berg. Und ausatmen gerade im Rücken, Arm über Seite in eine tiefe Vorbeuge. Atme tief ein, spann den Bauch wieder an und komm mit dem geraden Rücken wieder in den Stuhl mit Arm hoch zum Himmel. Die Schultern bleiben tief. Ausatmen bringt die Hand vors Herz. Und bei der nächsten Ausatmung bringt der rechte Ellbogen zum linken Aussenoberschenkel oberhalb vom Knie und platziert deinen Ellbogen hier. Gesäß nach hinten ziehen. Gespürt Stabilität in der Position. Bring jetzt die rechte Hand auf den Boden, entweder auf die Faust oder auf die Fingerspitze. Und mit der nächsten Einatmung nimmst du den linken Arm hoch zur Decke und die Finger sind gestreckt und gespreizt. Atme fließend weiter und halt so für einen Moment. Bring jetzt deine linke Hand auf deine Hüfte. Bring das Gewicht auf den linken Fuß. Und steig mit dem rechten Bein weit zurück. Das rechte Bein ist maximal gestreckt und ziehe die Kniescheibe hoch zum Oberschenkel. Schau, dass das vordere Knie schön über dem Fußgelenk ist. Spann deine Mitte maximal an, damit du auch hier nicht durchhängst und bring mit der Einatmung deinen linken Arm nochmal hoch zum Himmel. Atme schön weiter. Mit der nächsten Ausatmung senk den Arm ab auf die Hüfte und komm mit dem rechten Bein wieder nach vorne und bring die Hand vors Herz. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du wieder in eine tiefe Vorbeuge. Einatme gerade Rücken, ausatme tiefe Vorbeuge. Einatme gerade im Rücken, Arm über Seite hoch in Berg. Und ausatme gerade im Rücken wieder in die tiefe Vorbeuge. Platziere die Hände neben den Füßen und steig mit einem Bein nach dem anderen zurück ins höhere Brett. Deine Handgelenke sind wieder schön unterhalb der Schultern. Ellbogen Innenseite schauen zueinander. Die Finger nach vorne gespreizt. Mit der nächsten Ausatmung stell die Knie auf den Boden und leg den ganzen Oberkörper auf den Boden ab. Platziere die Hände anfangs die Taille für Cobra. Die Finger sind nach vorne gerichtet und gestreckt und gespreizt. Die Ellbogen sind neuch am Körper. Die Beine sind gestreckt, die Kniescheiben leicht hochgezogen. Spann jetzt deine Mitte fest an, mit Schambein sanft nach vorne hochrollen und den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und mit der nächsten Einatmung roll die Schultern unten durch zu den Ohren und mit der Ausatmung roll die Schultern hinten ab und heb den Oberkörper an. Komm nur so weit hoch, wie du dich auch ohne Hilfe der Hand halten kannst. Und komm mit der nächsten Ausatmung mit dem Oberkörper und Stirn wieder tief. Stell deine Zehe wieder auf und stoß dich mit der nächsten Einatmung kraftvoll mit den Händen zurück in herabschauende Hund. Schieb das Gesäß wieder schön hoch, die Knie sind leicht gebeugt. Lass den Atem fliessen. Und mit der nächsten Einatmung laufst du mit den Füßen nach vorne zwischen die Hände und setz dich in der Mitte deiner Matte ab. Stell die Beine auf und platziere dich schön auf deiner Matte. Fass oberhalb von deiner Kniekehle und schaukle schön sanft vor und zurück.
Bleib das nächste Mal oben sitzen. Und roll dich jetzt ganz langsam auf deinen Rücken ab. Stell deine Beine hüftgelenksbreit hin. Lass jetzt deine Knie auf eine Seite kippen. Spielt keine Rolle, ob links oder rechts. Und nimm den Kopf mit in die Embryostellung. Und wenn du so da liegst, platziere dich schön auf deiner Matte, falls du dich ein bisschen davon wegbewegt hast. Nimm jetzt vom oberen Arm den Zeigefinger von deiner oberen Hand und mach mit dem Zeigefinger so einen grossen Kreis über den Kopf und den Kopf oder den Blick. Mach Kreisbewegung mit, bis der Arm auf der anderen Seite ist und lass ihn hier mal liegen. Es ist auch egal, ob deine Schulter jetzt mit hochkommend ist oder am Boden liegt. Lass sie so, wie es für dich bequem ist. Schließ für einen Moment deine Augen und genieß den Twist. Öffne deine Augen und sanft und langsam gehst du mit dem Arm und Zeigefinger die gleiche Kreisbewegung retour und der Kopf kommt wieder mit und bleib seitlich wieder liegen. Einfach so bei dir, ganz entspannt. Atme fließend weiter. Und so beweg die Körper wieder in eine Rückenlage, so dass du wieder mit aufgestellten Beinen auf dem Rücken liegst. Richte dich auf deiner Matte wieder schön ein. Und so lass jetzt deine Beine ganz sanft auf die andere Seite kippen und nimm den Kopf mit und komm so in die Seitenlage. Nimm jetzt den oberen Arm und Zeigefinger von dieser Hand und mal einen grossen Kreis über deinen Kopf und den Kopf oder deinen Blick. Mach die Kreisbewegung mit auf die andere Seite und lass den Arm auf der Seite liegen. Ganz entspannt und ruhig, ganz locker. Schließ für einen Moment deine Augen und atme ruhig weiter. Öffne deine Augen und langsam fährst du mit dem Zeigefinger wieder den gleichen Kreis zurück und der Kopf geht mit und komm so wieder in eine Seitenlage. Und bleib ganz entspannt in dieser Position liegen. Und dann langsam dreh dich wieder in die Rückenlage mit Armen neben dem Körper. Streck ein Bein nach dem anderen aus. Und mit der nächsten Einatmung bring die Arme von unten über den Kopf und streck und reck dich. Schön knüsslich. Und mit der nächsten Ausatmung bring die Arme wieder zurück. Ziehe die Knie hoch zur Brust und umfasse sie unterhalb der Knie und mach grosse Kreise mit dem Unterrücken. Massier deine Wirbelkörper, dein Rücken, dein Kreuzbein. Ganz ruhig. Und mach dann die Kreisbewegung noch auf die andere Seite. Komm zurück zur Mitte. Lass deine Knie los und streck ein Bein nach dem anderen mattenbreit aus und lass die Füße zur Seite fallen. Leg deine Arme bequem neben deinen Körper mit Handfläche zum Himmel. Schliess nochmal deine Augen und atme in deinem Rhythmus gleichmässig weiter. Und verbinde so Körper, Geist und Herz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich hoffe,
Es hat dir gefallen und gut da. Und in dem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Namaste.